Netflix-Challenge, Lucia, jetzt, wo du nicht mitmachen kannst, oder was? Nice. Ich habe übrigens meine Rolle gekriegt und ich freue mich. Musik! Soll ich kaufen für alle? Oder was ist denn die Netflix-Challenge? Ich weiß noch nicht, ich habe noch keine Rolle. Weißt du, was grundsätzlich die Netflix-Challenge ist? Mm-mm. Okay, gar kein Problem. Netflix ist der Meinung, dass die großartige Serie, also das Gesamtkos... Nein, anders. Netflix ist der Meinung, dass der Gesamtkosmos Phasmophobia es wert ist, eine komplette Serie zu machen. Jetzt ist es so, dass standardmäßig am Anfang nicht direkt eine komplette Serie gemacht wird, sondern um mal auszutesten, ob das salonfähig ist, wird eine Pilotserie gedreht. Eine Pilotfolge. Wir sind die vier SchauspielerInnen für eben diese Pilotfolge. Wir spielen eine Rolle, die uns zugewiesen wird von den ModeratorInnen oder Finally und werden diese Rolle, so gut es geht, erfüllen. Zu der Rolle werden in der Regel auch eine gewisse Rollenbeschreibung vergeben, sodass wir ungefähr einen Plan haben, was diese Rolle beinhaltet. Ist eine relativ lustige Angelegenheit und sehr beliebt. Ich habe meine Rolle jetzt auch. Hope, wie sieht es bei dir aus? Ah, jetzt habe ich verstanden. Ah, okay. Mhm. Sehr gut, dann Scheiße. Let's go. Ach du Scheiße, klingt sehr gut. Viel Spaß. Das ist sehr interessant. Meine Rolle ist das It-Girl. Das It-Girl ist eigentlich nur mit der Cam unterwegs und macht von allem und jedem Bilder. Ich habe eine eigene Version von einem It-Girl. Ich stelle mir einfach Paris Hilton vor, wie die da rumlaufen würde. Und sensationell. Ich sterbe immer mindestens zwei Leute. Eigentlich schon. Mein PC läuft wieder. Die Mehrfachsteckdose hat die Funktion eingestellt. Ach krass, das ist doch Glück im Unglück. Oh, hallo. Oh Gott, du bist es wirklich. Wer? Oh mein Gott. Er. Du ja. Du bist wirklich live vor mir. Ich kann oh ja. Glauben. Oh ja. Oh Gott. Bin ich. Schön, dass du mich erkannt hast. Möchtest du ein Foto von uns haben? Oh Gott, ja. Ja? Hallo! Bleib mal stehen! Hallo! 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 Bleib mal stehen! Hallo! So! Beachte mich! Mach mal bitte ein Foto von uns beiden. Oh, bitte! Bitte! Machst du bitte ein... Ich bin so aufgeregt. Oh Gott. Viele Worte, die nicht bei mir ankommen. Wieso hat er nur ein Foto von... Hallo! Komm, wir machen es ein Selfie jetzt irgendwie hier. Irgendwie. Ja, bitte. Let's go. Warte. Wie soll ich mich... Ah, so. Ich werde es mir einrahmen. Oh, das ist so schön. Woher kennst du mich? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aus dem Fernsehen, Radio, überall. Du bist no. So präsent. In meinen Träumen, überall. Oh! Da, wo ich hingehöre. Ah! Ah! Was war das? Papi! Warte, ich muss Papi... Hat einer ein Handy? Hallo? Hast du ein Handy dabei? Kann ich deine Nummer haben? Ja, natürlich. Ja? Ja, hast du? Nein. Ja. Ja, wo? Was, ein Handy? Ja, Handy. Ein Handy? Ja, natürlich ein Handy! Ich hab kein Handy, nein. Warte. Oh Gott. Ich hab doch eben hier ein Handy gesehen. Ich guck mal, warte. Da ist eins. Ah! Ich hab mein Handy verloren.
muss hier raus. Du Papi! Du riechst so gut. Was hast du für ein Parfüm? Papi! Hol mich hier raus! Ja. Das war deine Idee, dass ich hier mitfahre. Hol mich hier raus! Ich brauch das nicht! Wie, du willst meine Kredit... Du willst mir die Kreditkarte sperren? Aber Papi, bitte... Papi, bitte! Warum? Nein, ich will nicht. Wie, das wird mir gut tun. Das wird mir... Papi, nein! Okay. Aber nur 5 Minuten. So. Papi ist der Meinung, wir sollen da nochmal reingehen. Ja. Komm mit mir mit. Komm, ich habe keine Ahnung, wie mir das helfen soll. Darf ich deine Hand halten? Darf ich deine Hand? Meine Hand? Ja. Ja, natürlich. Ja, bitte. Jetzt ja, klar. Können wir zusammen reingehen. Ah, oh, ja. Box habt ihr mitbekommen, oder? Wie eine Box. Die Box hat bei mir reagiert. Ich sehe Geister. Komm, wir gehen rein. Ja. Was meinte sie mit Box? Ich denke mal, irgendwas hat hier geredet. Ich weiß nicht. Das ist voll laut hier. Und was ist ein Chat? Da kann man was reinschreiben. Wir haben aber definitiv eine Box drin. Hallo? Schön. Du bist einfach ein Traum. Oh, danke schön. Das höre ich viel zu selten. Du riechst so umwerfend gut. Das ist einfach. Das ist mein eigenes Parfum. Moin, Meister. Das ist die neue Kollektion. Die kommt nächste Woche raus. Exklusiv darfst du mal dran schnuppern. Warte. Oh Gott. Ist es nicht wundervoll? Oh, nein. Leg dich hin. Hier aufs Sofa. Ich kann auch nicht sehen, wenn jemand sich hinlegt. Also wenn er ohnmächtig wird. Ah! Das war's. Warum piept das so? Da ist doch gerade irgendwas umgefallen. Ich hab's genau gehört. Der hat mein Handy! Was machen Sie da bitte? Der hat das Handy einfach umgeschmissen. Ich bin einfach nur berauscht. Ich kann nicht. Berauscht. Oh Gott. Was machen wir hier eigentlich? Sieht so gut aus. Oh, danke schön. Ich guck einfach nur dich an. Mir ist alles andere egal. Oh, das ist eine gute Einstellung. Das ist eine richtig gute Einstellung. Mhm. Also, nochmal hier zu dieser Box. Ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig. Was hat's mit dieser Box auf sich? Welche Box? Damit hat Frieden gleich mit mir geredet. Wer hat mit wem geredet? Ah! Was war das? Ah! Ich muss Papi anrufen. Papi und ein Kaffee. Langweilig? Langweilig? Hast du Lack geraucht? Oh, deine Stimme. Oh Gott. Willst du noch mal Kaffee? Kaffee hier? Ja. Gönn dir. Weil meine Lippen sind schon ganz trocken. Ich rufe ihm Papi an. Das war gut. Papi! Der Geist ist schon wieder getan. Ja. Ja. Nein. Weiß jemand, wo das Buch liegt? Bücher habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Nein. Papi, nein, das. Wir müssen wieder. Was passiert hier? Die Türen schließen alle. Papi, die Türen schließen sich!
Hol mich hier raus! Das hab ich nicht verdient! Ja, dann nimm doch die Kreditkarte, ich muss ja trotzdem Ratpapier, ich hab Angst! Ich weine! Ich weine! Doch! Papi, hol mich hier raus! Bitte, bitte, bitte! Du bist so groß, oh Gott! Papi hat aufgelegt. Ja, du hast ja mich noch. Was bedeutet dieses Fragezeichen hier? Das ist eine gute Frage. Was sind diese Punkte? Das bedeutet nichts Gutes. Also, für Katja ist, glaube ich, das Licht ausgegangen. Also, ich glaube, es geht ihr nicht gut. Aber, was machen wir denn jetzt? Ach, ich wüsste schon, was wir machen können. Ach ja? Ja. Kortenos! Wollen wir nochmal reingehen? Zusammen? Rein ist gut. Ja? Oh ja. Na los. Lass es uns tun. Ich mag die Art, wie du denkst. Ja, ich auch. Hallo zusammen, grüß euch. Wir haben die Netflix-Challenge und ich bin It-Girl. Zumindest gebe ich mein Bestes, eins zu sein. Was haben wir hier? Buchbox, Buchbox, Spirit Podcast, Mario. Was ist dieses Buch? Ah, Buch! Da steht was drin. Von Geisterhand gezeichnet. Aber wir haben... Was haben wir denn? Ah! Komm mit! Was ist da? Liegen Leichen! Hier liegen Leichen! Wieso liegen hier Leichen? Ah! 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 Hier sterben Menschen! Das haben sie nicht verdient! Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Hallo? Hallo? Hier liegen überall Leichen! Mit wem quatschst du da? Komm raus! Wir fahren! Eiskalt gemopfert ich? Nein! Ich kann tote Menschen sehen. Hallo! Wir wollten fahren! Hallo! Was ist das eigentlich? Wenn ich davon zwei habe, bin ich dann ein Cheerleader? Und was bedeuten eigentlich diese ganzen Dinge hier? Hope. Kreuz. Tada! Tada, kommst du jetzt? Tada! Kannst den Feuer ausprobieren. What? Nein, auf keinen Fall. Was? Eine was? Was ist eine Mare? Hallo? Moin, Meister. Moin, Kontera. Grüß euch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich liebe das It-Girl, ich mach das einfach zu gerne. Hallo! Dein größter Fan. Auf jeden Fall, was war das? Ich durfte nicht mit euch reden. Und ich hab oh nein! Oh nein, das ist doch gemein! Nee. Ah, es war herrlich. Aber hat Spaß gemacht, mal mit dabei zu sein. Ja, ne? War lustig. War lustig. Aber als Hauseigentümer bin ich definitiv ungeeignet, habe ich gemerkt. Ja, das verstehe ich sehr gut. Also ich glaube,